Und damit willkommen bei Haunted Hotel, der Fall Charles Dexter Ward. Der zweite Versuch. Nicht gänzlich allein, man sieht es an dem Namen. Oh, er hat den Charakter übrigens übernommen. Ich habe hier die wunderschöne bezaubernde Caro dabei, als meinen kleinen Nitpick-Sidekick. Hallo, ich bin die Caro. Ich bin heute euer Beifahrersyndrom aus drei Gründen. Erstens, vier Augen sehen besser als zwei. Zweitens, Sarkasmus und Ironie machen viel mehr Spaß, wenn man sie teilen kann. Und drittens, ich habe in einem Anfall von Langeweile, Wahnsinn, man weiß es nicht, ich habe dieses Spiel bezahlt. Dafür kann man Geld ausgeben? Okay, gut. Okay, es ist ein Wimmelbildspiel. Ich hasse übrigens Wimmelbildspiele, also von daher, das wird schon interessant. Wie es so schön heißt, without further ado. Muss ich? Ich meine, Es hat schöne Zwischensequenzen. Ich habe es vor ewigen Jahren schon mal gespielt. Ich habe alles vergessen, außer dass die Zwischensequenzen schön waren und das Ende. Also allein für das Ende solltest du es spielen. Komm, klick auf Spielen. Okay. Leicht spiele ich vielleicht. Ich bin großer Freund von leicht, da glitzert alles immer so schön. My brother's name is Charles Dexter Ward. He disappeared more than a week ago. The police and the press tell me he probably just left town. But Charles would never leave without telling me where he was going. A few days ago, I arrived home to find something strange. A small box had appeared as if out of nowhere. It was stamped with a strange creature and initials JC. Inside was the chain Charles never took off. On the reverse was an address to a desolate swamp in the middle of nowhere. I have no choice but to follow the trail. Oh, Tag 1. Ich bin hemmungslos begeistert. Ich möchte das Spiel auf jeden Fall erklärt bekommen. Du klickst an, was glitzert. Schön übrigens. Wir spielen eine Frau, was mich irgendwie in der Theorie bestätigt, dass davon ausgegangen wird, dass nur Frauen diese Spiele kaufen. Tatsächlich wird der Fall Charles Dexter Ward auch in der H.P. Lovecraft-Geschichte untersucht, allerdings da von seinem Arzt, denn die Geschichte beginnt im Jahre 1928, als der gute Charles aus der Irrenanstalt geflohen ist. Sein Arzt und sein Vater machen sich auf die Suche. Es kommt weder ein Sumpf vor noch ein Hotel, aber gut, wir werden herausfinden, was das jetzt alles gibt. Nennen wir es einfach freie Interpretation. Das Sehr ist so. frei. Glitzernde Bereiche weisen auf Wimmelbildszenen. Ich freue mich so. Ich klicke auf den glitzernden Bereich, um vorzu. Okay, wir haben offensichtlich einen kleinen Raben mit ADHS hier im Hintergrund. Natürlich werde ich nicht gleich auf das Glitzernde klicken. Ich will erstmal sehen, ob ich irgendwie. Aber was ist das für Viehzeug hier? Ein Eingang, auch sehr schön. Einmal Terrasse, ein Strommast. Dreht er sich? Ich glaube, Nee, er britzelt. er Okay, britzelt. er britzelt. Jetzt ist die Frage: Gab es 1928 schon flächendeckend Strommasten in Flächendeckend nicht, ist ja nur einer, was? Ja, gut, ich bin da nicht so bewandert. Gut. Aufgaben: Suche nach deinem Bruder. You don't say. Das ist auch schön. Ja, klar. Die ersten 5 Minuten. Wenn du beim Gegenstand Hilfe benötigst, klicke auf Tipp und anschließend auf den Gegenstand in der Liste. Klicke auf Tipp oder Okay, um fortzufahren. Ich würde übrigens auch ganz gern fortfahren gerade. Die Aubergine habe ich schon gefunden. Ja. Warte, hier. Gewehrkugeln, Hammer, Feuergeschütz, Zahnrad, Metallkreuz. Was? Wie? Ah, Aubergine. Das ist schon mal ein guter Anfang. Ein Nest. Ist das ein Nest? Nein, das ist Nein, eine das ist Lichterkette. Da ist Lichterkette. das Nest. Ah, ja.
Vor allem sehr, sehr schön, dass ich immer von links angerempelt bin. Da ist das Nächste. So, Bashed. Was haben wir noch im Angebot? Pilze. Oh, Pilze vielleicht. Wird es mit Pilzen angehen? Immer? Ich weiß nicht. Aber ein Vorhängeschloss habe ich gefunden. Das Metallkreuz ist da oben unter dem Buch. Ach, da, ja. Da ist übrigens auch die Münze. Eva Helle Hammer. So. Gewehrkugel. Nein, das ist keine Gewehrkugel. Das ist ein gruseliges Kind. Das ist ein Ring. Haben wir einen Ring irgendwo? Nö. Ich habe einfach mal aus Prinzip draufgekriegt. Da ist der Besen. Ah, aber ich habe Zahnrad gefunden. Wo hast du einen Besen gesehen? Hinter dem... Ach, da, unauffällig. Hinter dem Mainside. Unauffällig groß. Wir sind immer noch bei den Pilzen, die ich immer... Die Gewehrkugel, ist das Ding? Das ist eine Kanonenkugel, um Himmels Willen. Übersetzungsfehler. Ist es übrigens nicht. Davon mal ganz abgesehen. So ein Übersetzungsfehler. Aber meistens Übersetzungsfehler, das habe ich, die Erfahrung habe ich schon öfter gemacht. Schnecke, suchen wir Schnecken? Nein, wir suchen keine Schnecke, wir suchen immer noch eine Schere. Die Schere ist da oben. Oh, ja. Wo auch sonst. Lass mal gucken. Was? Ist wahrscheinlich kein Pilz, oder? Das ist da oben. Oh, Pilze. Pilze am Kind. Ja, wo denn auch sonst? Das sitzt da schon eine Weile. Und schimmelt vor sich hin. Ich bin hemmungslos und begeistert. Womit wir wieder bei der Gewehrkugel werden. Nein, das ist ein Schlauchstück. Hm. Das ist ein Zug. Kann man aus einer Kanone... Ein Knopf? Ein Knopf einkippen. Also, ich kann mir vorstellen, jeder, der es guckt, so, oh Mann, guck mal du. Ja, ist klar. Wie das am so ist. Arsch. Das ist ein Fisch. Den würde ich jetzt nicht in ein Gewicht. Das hier. Flaschenhalter? Wir können auch immer noch auf den Tipp klicken. Nein. Aus Prinzip schon nicht. Gewehrkugel. Die Dinger sind doch eigentlich meistens zylindrisch, oder? Das kommt drauf an, aber ja. Vielleicht haben sie die in der Lichterkette versteckt, aber ich. Ich schaue gerade so ein bisschen hier, ob ich irgendwas. Das da. Nee, auch nicht. Aber ah, da oben! Ernsthaft? Ernsthaft! Diese Gewehrkugel ist halb so groß wie das, aber lass mir das. Ja, gut. Proportionen sind nicht unbedingt die Stärke von Wimmelbildspielen. Oh, Metallkreuze könnten nützlich sein. Kein Scheiß, Sherlock. So. Wenn du einen neuen Abschnitt besuchen kannst, wird der Zeiger zu einem Pfeil. Gut, ich gehe mal Richtung Strommast. Da, Fug. Ein Auge bedeutet, dass du deinen Bereich näher ansehen kannst. Klicke, um fortzufahren. Übrigens, sehr schön, ich habe es jetzt nicht vorgelesen. Oben, könnte das Sumpfgas gewesen sein? Ja, ich finde, Sumpfgas verhält sich so. Sumpfgas ist eine Wolke und zieht einfach durch und macht auch höflich immer die Tür zu. Sehr wohlerzogene Sumpfgas im Übrigen. So, klicke, um fortzufahren. Ich habe mal ein Buch gelesen, in dem gab es Sentient Patches of Haze, also quasi sentinente Dunstwolken. Also, warum nicht? Ich kommentiere das übrigens nicht. Okay, ein Handzeiger ist schon ein Handzeiger. Auch ein Begriff, den ich selten höre. Wenn du einen Gegenstand im Inventar ablegen kannst, nimm die Bretter, um fortzufahren. Ja, sehr schön. Große Taschen, ne? Die Geschichte wird über Verstreut und die zum Tagebucheinträge erzählt. Finde sie, um jedes Detail zu erfahren. Möchte ich das? Und ich kann immer wieder nachlesen. Ich nehme mal die Bretter mit. Das war jetzt nicht so schwierig. Ich glaube, du sollst das Papier anklicken. Nein, da glitzert. Hier glitzert was. Das ist Charles Uhr. Er war also hier. Ja, kann ich die wenigstens mitnehmen? Ich will die Uhr. Was? Immer noch die Uhr. Achso, ich dachte, man könnte das. Wir haben Bretter. Nehmen wir doch noch ein paar Holzscheite mit. Ernsthaft Holzscheite mitnehmen. Gut. There's a crack in the wall. Vielleicht will sie das Haus anzünden. Ist das ein Totenkopf? Jupp. Ich kann mir einen Totenkopf angucken. Und? Heute am Sonntag schon was vor? Hey, lass uns Totenköpfe angucken. Wäre das ein guter Punkt, um zu erwähnen, dass es in der Geschichte unter anderem unterschwellig um Leichenschändung geht? Ich habe den Totenkopf runtergeschmissen. Gilt das als Schändung? Info. Charles Bree. Bree vor allen Dingen. Okay, es sind wohl ein paar. Dann schauen wir mal, was Charles erzählt. Liebste Schwester, ich möchte mich für meine eilige Abreise entschuldigen. Ein Anwalt kontaktierte mich und behauptete, ein lange verschollener Onkel namens John Curvin hätte uns ein Hotel vererbt. Sag mal, mehr Klischee geht jetzt aber auch nicht. Egal. Ich entschied mich der Sache im Falle eines Schwindels vorerst allein nachzugehen.
Doch, es ist wahr. Erinnerst du dich an unseren Traum, mit der ganzen Familie in einem großen Haus zu wohnen? Das könnte genau jenes Haus sein. Das Anwesen liegt an einem See und lässt das Waisenhaus, in dem wir aufwuchsen, klein erscheinen. Ich sollte die Formalitäten in 3 Tagen erledigt haben. Ich weiß bis auf seine Großzügigkeit so gut wie nichts über unseren Onkel John, dein Bruder. Ernsthaft. Schön auch, dass er nicht mit Namen unterschreibt. Ja, ich unterschreibe auch immer so. Dein Bruder. Repariert. Ah! Suche nach deinem Bruder und repariere die Stromleitung. So, mit Holz und einem Eisenkreuz. Okay, wo ging's zur Stromleitung? Ah, Strommast dahin. Mit dem Totenkopf können wir nichts mehr machen? Wie schade. Was soll mir dieses Symbol sagen? Dass du damit arbeiten musst. Ich kann eine Kreissäge ansetzen oder was? Nein, zuerst will ich gucken, ob noch irgendwas hier ist. Wahrscheinlich musst du... Ein Tor, hört an, ein Tor. Ah, vielleicht gibt es ein Crossover mit einem Edgar Allan Poe-Spiel, wo du einen Orang-Utan finden musst, der dann die Leitung hochklettert. Und das ist der Moment, wo ich Alkohol gerne hätte. So, lass mal gucken. Ich könnte den Strom wiederherstellen, wenn ich den Strommast hinaufklettern könnte. Ich sag's doch, Orang-Utan. Meine Fresse, dann bau halt eine Leiter. Stellst du dich an? Hier, mach eine Leiter draus. Mach eine Leiter draus! Gut, das funktioniert hervorragend. Wir brauchen einen Hammer. Was ist da eigentlich? Das Tor ist fest verschlossen. Ich. Nein. Don't even go there. Ja, das Spiel ist vorbei. Charles ist tot. Ganz offensichtlich. Er wurde von dem Waschanorada gefressen. Extra Punkte, wer das kennt. Gibt's hier überhaupt noch irgendwas? Nee, ich kann in den Eingang rein. Du kannst nach... Oh, Terrasse. Auf die Terrasse. Ja, genau. Käffchen und Tee auf der Terrasse. Oh, offensichtlich lieben die Leute ihre Fahrräder. Heckenschere wäre mal eine gute Idee. Ja, ich würde Gärtner auffeuern, glaube ich. Creepy, hochanimierte HD-Vögel im Hintergrund sehe ich gerade. Was ich jetzt gerade vermisse, ist die obligatorische Katze. Es gibt in Wimmelbildspielen immer eine Katze. Ein Fenster. Das Fenster ist übrigens auch fest verschlossen. So, genug der Anspielung auf Daedalic. Das ist ja der Erbtipp. Sieht aus wie ein grüner Pickel, Mann. So, das Fahrrad. Hätte Fahrradkette. Die Kette könnte nützlich sein, doch sie ist zu ölig zum Anfassen. Du olle Nöltrine. Hebel das mit dem Brett weg. Sofort. Ach, das ist das auch so ein Wimmelbild-Klischee, dass man nie irgendwas anfassen möchte, oder? Das ist so... Wie ist sie in den scheiß Sumpf überhaupt reingekommen? Wahrscheinlich hat sie sich ihre Schuhe eh schon ruiniert, dann kann sie auch ihre fettigen Hände am Kleid abwischen. Was soll das? Wie wird die durch den Sumpf gekommen sein? Keine Ahnung, ein Bus? Wir machen jetzt etwas, was total uncreepy ist, was normale Menschen immer machen. Wir gucken mal durchs Fenster rein. Schönstes Vogelhaus ever übrigens. Da steht da Verschwinde! Verschwinde. Subtil! Vor allem in so einer schönen Cursive-Handschrift. Ja, das nächste, was kommt, ist Comic Sans, glaube ich. Ich kann ein Vogelhaus nehmen. Ich kraule gerade ein Vogelhaus. Ich hoffe, es fühlt sich wohl. Es sieht gerade so ein bisschen aus, als würde diese Hand dieses Vogelhaus streicheln. Nimm es endlich, dieses Bild macht mir Angst. Oh Gott, ich habe es runtergeschmissen. Oh nein! Und da ist ein Haken drin. Wollte der Vögel angeln? So, gut, ich habe ein Vogelhaus. Und ich habe... Was ist das denn? Das ist eine Schlange. Aber warum? Weil... Ich habe Bretter, mit Brettern draufschmeißen. Bretter! Vor allem, ist das eine Python? Ist das eine Boa? Ich bin kein Experte in Schlangologie. Es ist auf jeden Fall irgendwas, was, glaube ich, nicht in... Nordamerika heimisch wäre. Doch, auf jeden Fall. Wer kennt das nicht? Die Python-Invasion von New England. 1886. Sehe ich das richtig? Wenn ich die anfasse, bin ich tot? Ich glaube, du kannst in diesem Spiel nicht sterben. Mit einer Giftschlange tanze ich kein... Was? Dann im Tango. Cha-Cha. Lambada? Beweglich genug ist sie ja wohl. Was ist eine Merengue? Keine Ahnung. Ich kenne nur Merengen und das ist Gebäck, aber... Vielleicht ist es ein Ausdruckstanz. Ich weiß es ja nicht. Wie ich sehe, kann ich hier, außer das Verschwinde, was verschwunden ist, nicht wirklich was machen. Ich kann überhaupt relativ wenig machen, glaube ich. Was war das Fahrrad? Genau. Und da geht's so Schaukel.
mehr irgendwo hier? Außer diese besten Animationsvögel aller Zeiten? Was ist da das ist denn? Was. Steine. Steine. Ich habe Steine und Bretter. Kann man immer mal gebrauchen? Scheiben einschmeißen!